Ey, na, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Doom Eternal. Oh ja, wir sind in Urdark. Na, sehr toll. Ah, ist so ein bisschen eklig gerade. Nein. Ehrlich. Damn. Mal ein bisschen Ruhe. Es gibt ein Tor auf Erden, das zur Erde zurückführt. Aber zur Aktivierung müssen wir die Teleporterringe neu konfigurieren. Und zwar schnell. Das Icon of Sin wird immer mächtiger, je länger es auf der Erde ist. Aber lass dich nicht hetzen. Die Sache ist, wo ist das? Okay, ich hab's gefunden. Wow! Zum Glück haben wir einen Prätorenanzugspunkt bekommen. Was machen wir denn mit den ganzen Punkten? Man kann ja auch nichts mehr reinmachen hier irgendwie. Yeah, das war einzigartig. Den haben wir. Da bist du. Oh, genau das, was ich jetzt gebraucht habe, Alter. Okay, keine Muni mehr. Das ist doof.
Zum Glück kriegen wir noch Punkte, ey. Ich glaube, es gibt einfach mehr als genug, dass man... das hat mich jetzt ein bisschen unglücklich gemacht. Dass man definitiv dazu kommt, alles aufzuwerten. Setze Vega ein, um das Portal zu aktivieren. System erhalten. Setze nun Kurs Richtung irdischer Dimension. Ich verstehe dich, wenn ich erfahrener bin. Schnell, richte die anderen Teleporterringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Icon auf der Erde ist, desto stärker wird es. Ich hab's kapiert! Gleich tot, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Also manche Kämpfe sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ich meine ja nur. Hallo? Kann man nicht mehr als einen Schuss haben? Ich benutze das die ganze Zeit mit Absicht nicht, weil ich Munition sparen will.
Replika-Drohne. Maker Angels. Angels dienen als Sprachrohr der Khan Maker und nehmen Führungspositionen und hohes Ansehen unter ihresgleichen ein. Die Engel von Udark werden mit Oratorenringen beschenkt, goldene Schimmerkränze, die als Statussymbole und Rangabzeichen mit ihren Rüstungen verschmolzen sind. Diese göttlichen Wesen versammeln sich mitunter in Konklaven oder auf Geheiß der Khan Maker, arbeiten aber normalerweise nicht zusammen. Stattdessen werden sie als unabhängige Berater und Aufseher in Maker-kontrollierten Welten entsandt. Okay, cool. Ich hab das Gefühl, dass wir eigentlich da rein müssen. Nee, da ist ein Bossfight. Da ist ein Bossfight? Huh, was? Oh no. Too much. Pack mich nicht ab, Alter. Das halte ich von dir. Nichts.
Das ist einfach abnormal, was hier jetzt abgeht, ey. Na komm, gib mir noch so einen nutzlosen Klodeckel, Alter. Hauptsache, wir haben davon 5000, wenn wir hier aufhören. Arschloch. Ganze dann nochmal. Stärkemodus Berserker, Alter. Moment, es gibt hier Berserker? Haben wir überhaupt schon ein einziges Mal Berserker gefunden? Ich glaube nicht, ne? Schon gedacht, die lassen mich nochmal. Bitte nicht, Alter. Ich meine, die Kämpfe machen echt Spaß in dem Game, aber ich fühle mich etwas erschöpft. Mir doch egal. Im Endeffekt ist sie in derselben Position wie wir, ne? Sie will verhindern, dass ihre Welt stirbt. Wir wollen verhindern, dass unsere Welt stirbt. Aber wir sind natürlich die Besseren. Na, also, bei uns ist es viel wichtiger. Ich sag's dir, für die Herausforderung, nimm dir die fucking Chain Gun und mobiles Geschütz und baller durch, Alter. Baller durch.
Ich wollte es nicht. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde, dass ich damit geschossen habe. Die Arena hier gefällt mir. Scheiß Arena. Okay, okay, okay. Durchatmen. Oh, ein bisschen Moon. Einfach mit der Kettensäge rein, irgendeinen werde ich schon erwischen. Ehrlich? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Game nicht mehr hinterherkommt. Und die deswegen zwar stunt sind und eigentlich gefinisht werden könnten. Aber das Game das nicht mehr mitbekommt. Und mir deswegen nicht anzeigt. Wir haben noch eine Ladung. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Wo geht's denn hier? Da. Sehr gut und sehr wichtig, Leute. Die Erweckung des Icon of Sin im Irrdeck hat das Siegel gebrochen. Jetzt können die Dämonen das Nichts durchqueren wie nie zuvor. Du brachtest ihrem Volk und diesem heiligen Ort ewige Verdammnis. Doch es war anmaßend von ihr, das Icon hierher zu bringen. Ihre Hybris hat das Paradies zerstört.
Das ist nicht euer fucking Ernst. Geschafft. Ich meine. Durch die Ausrichtung der Ringe hat sich das Dimensionstor zur Erde. Sorry. Die Landungsplattform und durchschreite das Portal. Der Erde bleibt nicht mehr viel Zeit. Das ist dein Ernst? Wie komme ich da raus? Vielleicht hier durch den Ausgang? Spectre. Was sollte das? Okay, da gibt's noch ein One-Up und das war's dann. Ich will da nicht rein. Leute, was da unten auf uns lauert und vieles mehr, das kannst du sehen. Also ihr alle, wenn ihr einfach dieser Folge einen Daumen nach oben hinterlasst und einen netten Kommentar, verspreche ich euch, wird es auch eine nächste Folge geben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Auch wenn es langsam wirklich anstrengend wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.